So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben Donnerstag Nacht. Donnerstag haben wir immer ein festes Thema. Und das Thema heute Nacht heißt Sterbehilfe. Ein sehr ernstes Thema, was aber jeden von uns unter Umständen vielleicht sogar ganz schnell betreffen kann. Ich würde mich gerne mit euch darüber unterhalten. Ich würde mich gerne mit euch unterhalten, wie ihr zur Sterbehilfe steht. Würdet ihr unter Umständen Sterbehilfe für euch, wenn ihr in einer entsprechenden Situation wärt, in Anspruch nehmen wollen? Befürwortet ihr die aktive Sterbehilfe? Habt ihr vielleicht jemanden in eurem Umfeld, der Sterbehilfe schon im Ausland, man kann es ja in Holland machen, man kann es in der Schweiz machen, in Anspruch genommen hat. Sterbehilfe, das ist unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Elisabeth. Und Elisabeth ist 72 Jahre alt. Hallo Elisabeth, guten Morgen. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Warum? Ja, weil mich das schon seit Jahren beschäftigt. Ja, wie ist deine Meinung dazu? Ja, ich bin für aktive Sterbehilfe. Und ich werde auch so aus dem Leben scheiden. Ja, was heißt das? Ich bin das schon am Organisieren und... Was meinst du genau? Du bist das am Organisieren? Ja, verschiedene Sachen. Ich bin meine Bestattung am Organisieren. Ja. Und zwar will ich mich da in Friedwald, das habe ich also schon, die haben schon hier gesessen und haben das alles im Computer aufgenommen. Da muss ich noch zwei Sachen besorgen. Und dann ist das also klar. Und Du hast mit dem Bestattungsunternehmen schon gesprochen? Ja, habe ich schon gesprochen. Mhm. Und habe aber auch schon vorgesorgt, wenn es soweit ist, dass ich dann selbst helfen kann. Ich möchte es selbst machen. Ach so, das ist ein großer Unterschied. Also du möchtest nicht, dass es jemand anders macht, sondern du möchtest... Das kann man ja hier in Deutschland niemand zumuten. Das kann man niemand zumuten? Ja, nee, der könnte ja in Schwierigkeiten kommen. Genau, das ist also die... Ich habe also von Leuten, die sich da auskennen, schon Beratung und Hilfe mir geholt. Mhm. Ich habe also hier schon eine Spritze liegen, ich habe schon ein Rezept da liegen. Und jetzt ist es so, ich habe also viermal Krebs gehabt. Ja. 2004 wieder im fortgeschrittenen Stadium. Ja. Welcher Krebs ist das? Was für ein Krebs? Brustkrebs. Mhm. Und jetzt vor 3 Wochen habe ich also wieder Beschwerden gehabt und war also fest der Meinung, da ist wieder was. Und dann kam das Thema mir auch wieder näher. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also ich habe mich entschlossen, nochmal operieren, das Ganze nochmal durchmachen, mache ich nicht mehr. Dann gehe ich von dieser Welt. Ich habe im Grunde ein gutes, erfülltes Leben hinter mir. Ja. Und irgendwann muss man auch mal auf Wiedersehen sagen. Ne? Irgendwann müssen wir alle gehen und ich habe das so für mich geplant. Was genau hast du dir da jetzt organisiert, mittels dessen du dir dein Leben nehmen kannst? Was ist das? Eine Spritze. Ja. Und zwar hat ein Heilbehandler mir gesagt, ich kann natürlich keine Namen geben, Teufelsküche. Natürlich. Die meisten Ärzte, die sich das Leben nehmen, die würden sich Insulin spritzen. Der hat mir ganz klar gesagt, hier, du setzt dich abends vor das Fernsehen und dann spritzt du dir eine bestimmte Dosis Insulin. Mhm. Und wenn die Nachrichten alles vorbei sind, schlummerst du ein und dann wirst du nicht mehr wach. Und du hast ja jetzt... Ohne Schmerzen, ohne... Und du hast ja jetzt, auf welchem Weg auch immer, Insulin besorgt. Habe ich noch nicht, aber ich habe das Rezept dafür. Ach so. Ich könnte also morgen in eine Apotheke gehen und mir das holen. Wann willst du es dir holen? Im Moment noch nicht. Es geht mir wieder besser. Ja. Es ging mir vor einem Jahr sehr schlecht. Und du wüsstest auch, wie und wo du die Spritze setzen solltest? Ja, natürlich. Das weißt du. Ich habe mir schon Mistel gespritzt, ich habe mir schon intramuskulär gespritzt. Das ist also überhaupt kein Problem. Mhm. Nun ist ja, glaube ich, sehr schwierig für jede Person individuell zu sagen oder für sich selbst zu sagen, wann ist der Zeitpunkt, wo man das machen wird. Hast du das für dich entschieden schon? Du musst ja auch noch in der Lage dazu sein. Genau. Ich muss noch in der Lage sein, dass ich also nicht mit einem Notarztwahn ins Krankenhaus komme. Da kann man es nämlich nicht mehr machen. Da kannst du es nicht mehr. Und wenn man in ein Hospiz kommt, kann man es auch nicht mehr machen. Also muss ich es vorher planen. Mhm. Ich habe allerdings noch Sachen zu planen, bin aber schon auf dem Weg, dass ich das alles in den Griff bekomme. Aber wie gesagt, weil es mir wieder besser geht, habe ich irgendwie dem Schicksal noch eine Chance gegeben. Vielleicht noch ein Jahr, vielleicht noch zwei, das weiß ich nicht. Es kommt drauf an, wie es mir weitergeht. Aber ich habe es jetzt so verstanden, dass es für dich so eine quasi eine Beruhigung ist, dass du dieses Rezept da liegen hast und die Spritze. Ja. Ich bin bei einem Psychologen und dann gehe ich dahin, wenn ich also so ganz down bin und der sagt zwar immer, das sind gar keine Depressionen, das ist eine Lebensmüdigkeit und
weil ihr Leben auch ein bisschen schwer war und seit 90 vier Krebsoperationen, das ist nicht einfach. Nee, das ist wirklich nicht einfach. Und da kommen Zeiten, da geht es einem wirklich nicht gut. Und wenn man dann wieder Schmerzen hat und denkt, da kommt wieder was Neues, dann ist man auch ziemlich, aber ich rappel mich immer wieder raus. du wirkst auch als sehr kraftvolle Frau. Bin ich im Grunde auch. Und genau deshalb möchte ich das auch alles richtig für mich planen. Ja, das wiederum zeigt auch, dass du da resolut bist, dieses genau zu organisieren, ne? So wie du das möchtest. Ich bin mein ganzes Leben lang das gewesen, was man eine Macherin nennt. So hörst du dich auch an, ja. Ja, und ich werde auch mein Gehen von diesem Planeten machen. Ich habe natürlich noch Schwierigkeiten zu bewältigen. Ich habe eine Katze. Ja. Ja, ich kann das nicht machen. Und die Katze, die muss vorher versorgt werden. Ist klar, in irgendeiner Form. Ja, ne? Dann habe ich ein Problem, wenn ich mir also abends irgendwann, wenn es soweit ist, die Spritze gebe. Mhm. Ja, wer findet mich? Mhm. Das kann ich doch meiner Perle nicht zumuten, dass die hier morgens reinkommt und soll sauber machen und findet mich da im Sessel tot. Mhm. Die kriegt ja den Schock fürs Leben. Wem kannst du sie nicht zumuten? Habe ich nicht verstanden. Meiner? Meiner Perle. Sie möchte nicht vorgenannt werden. Ach so. Ich verstehe. Hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ich bin geschieden seit 30 Jahren. Ich habe auch keine Kinder. Das ist dann ja auch noch einfacher. Das heißt, du hast keine ganz engen Verwandten mehr? Keine, die sich groß um mich kümmern. Ja, das heißt, du bist keinem Verantwortung, du bist keinem irgendeine Rechenschaft schuldig. Oder du bist Frau deiner selbst. Ja, und dann habe ich auch eine Erfahrung gemacht. Vor 30 Jahren bin ich geschieden worden. Mhm. Und da war ich sehr schlecht dran. Mhm. Und dann habe ich den ersten Selbstmordversuch gemacht. Ich hatte also Pillen, damals sehr weit unten. Mhm. Aber das könnte mir ja mit einem Krebs im Endstadium wieder genauso gehen. Mhm. Und ich bin restlos glücklich eingeschlafen. Mhm. Ich habe ein Glücksgefühl gehabt, als ich die ganzen Tabletten im Bauch hatte und die Flasche Schnaps dabei und bin so weggedämmert und restlos glücklich. Das heißt, diese Erfahrung nimmt dir auch die Angst vor dem letzten Schritt. Ja. Elisabeth, nun gibt es ja viele Leute, die sagen, das ist nicht moralisch in Ordnung, ethisch in Ordnung, sich selbst das Leben zu nehmen. Hast nichts zu tun. Nee. Also der liebe Gott, der da oben irgendwo sitzt, da glaube ich schon lange nicht mehr dran. Und also wir haben uns schon in Kreisen unterhalten, was der auf der Welt alles zulässt, das muss ja ein Monster sein. Überall, wo die Kinder verhungern und sterben, die alten Leute können nicht mehr leben, die Reichen, denen geht es immer gut. Ja, ne? Ja gut. Und das alles soll jemand zulassen, der das, da oben, nee, da glaube ich. Das sehen die gläubigen Menschen natürlich anders, gibt es auch viele Argumente. Aber ich will dir sagen, das, was du mir gerade erzählt hast, finde ich sympathisch. Das könnte ich auch nachvollziehen. Ich kann deine Haltung auch nachvollziehen und respektiere das voll und ganz und finde dich mutig und finde das richtig, dass du das für dich so entscheidest und dann entsprechend irgendwie. Manche sagen ja auch, es wäre feige, aber ich finde das nicht. Ein gewisser Mut gehört dazu. Ja. Aber den habe ich mein Leben lang gehabt und den werde ich dann auch aufbringen, wenn es soweit ist. Ich glaube, diese Thematik ist so kompliziert, dass jeder für sich selbst auf seinen speziellen Fall bezogen entscheiden muss. Ja, und da darf man auch nicht urteilen. Also wenn das jemand so macht, dann ist es auch in Ordnung so, finde ich. Domian, das ist mir scheißegal, was die anderen dazu denken oder was. Ich habe mir meine Meinung gebildet und wenn es soweit ist, werde ich das durchziehen. Ja, das muss jeder selber wissen. Nur würde ich dich gerne fragen, das ist jetzt für dich eine ganz subjektive, individuelle Entscheidung. Ja, natürlich. Würdest du denn auch dafür plädieren? Es gibt in Deutschland keine klare gesetzliche Regelung, was die Sterbehilfe betrifft. Mhm. Wärst du dafür, dass auch eine Form zumindest der Beihilfe zur Sterbehilfe. Ja, unbedingt. Unbedingt. Also wie wir es in der Schweiz haben. Ja, genau. Mhm. Ich habe sogar schon überlegt, das Schweizer Modell, aber dafür habe ich das Geld nicht mehr. Ja. Die Rente wird ja immer enger und... Also Schweizer Modell ist, dass man da beitritt, einem Verein, und man fährt dann in die Schweiz und da kriegt man einen Cocktail serviert. Und wie gesagt, ich habe mir ja selbst da die Möglichkeit geschaffen und... Brauchst du auch nicht in die Schweiz zu fahren? Nö, dafür brauche ich nicht in die Schweiz zu fahren. Ich muss nur, wie gesagt, noch klären mit der Katze und wer mich findet. Bei dem Finden habe ich auch schon eine Lösung. Nämlich? Da werde ich ich bin eine Macher. Bei alle Probleme gibt es eine Lösung. Und wie? Und da werde ich zu so einer, da gibt es ja so Firmen, die so Rufsachen haben. Ja, ne? Ja. Und sowas werde ich mir dann holen für, was weiß ich, 40, 50 Euro im Monat. Ja. Werde mir das umhängen. Ja. Und dass ich dann in dem letzten Moment vielleicht noch da drauf drücken kann und
Da musst du aber vorsichtig sein, dass die, dass die dich zu früh gefunden. Ja, das eben, ist mir genau. Schon klar. Ne? Das muss das ich muss ich dir gar nicht sagen. Nee, aber das ist ja folgendermaßen. Ich habe also eine Bekannte. Ich bin bei den Grauen Panthern in Köln. Ah ja. Und ah, ja. Da ist also eine und der Sohn macht sich immer Sorgen um die Mutter und die hat das die Brust hängen. Mhm. Dadurch habe ich mich erkundigt und die rufen die jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit an. Mhm. Und mir hat man ja gesagt, wenn du abends dir die Spritze gibst, verstehe, sehr pfiffig. Mhm. Und wenn die morgens anrufen. Also wenn die morgens anrufen, genau. Die sind nicht mehr da, dann kommen die und finden. Verstehe. Alles ist durchdacht. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf und danke dir für die klare Schilderung. Vielleicht habe ich anderen geholfen, dass man keine Angst davor zu haben. Ja. Gehen müssen wir sowieso alle. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung und die Schilderung dessen, was du vorhast, Elisabeth. Ja, ich werde das durchziehen. Es kann alles noch ein, zwei Jahre, wenn es mir weiter. Ich wünsche es dir wirklich, geht, ja. Kann wirklich. Ich noch ein, zwei Jahre, gönne ich mir noch. Na, aber hallo. Alles Gute von Herzen. Ja, ich bedanke tschüss. Mich. Jo, tschüss Elisabeth. Tschüss. Also ihr Lieben, wenn ihr zufällig gerade reingeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt Sterbehilfe. Ich möchte gerne mit euch darüber reden, wie ihr zur Sterbehilfe steht. Würdet ihr unter Umständen, wenn ihr in eine solche Situation kämt, würdet ihr sie in Anspruch nehmen wollen? Würdet ihr es vielleicht so machen wollen, wie Elisabeth es gerade geschildert hat? Wie ist eure Meinung zur aktiven Sterbehilfe? Das heißt also, dass jemand, möglicherweise ein Arzt, in einer bestimmten Situation einen Patienten eine tödliche Dosis verabreicht, um ihn von seinem Leiden zu erfüllen. Was ist eure Auffassung? 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Hier ist Rainer und Rainer ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Rainer. Ja, was ist deine Auffassung zur Sterbehilfe? Da bin ich jetzt im Moment halt gerade in so einer Zwickmühle, weil meine Frau eben seit circa 4 Wochen im Koma liegt. Mhm. Und der Arzt uns jetzt eben, mehr oder weniger so eine goldene Brücke gebaut hat, ob wir jetzt die Geräte demnächst abschalten oder die Behandlung endlos fortsetzen sollen. Ja, das wäre dann eine Form der passiven Sterbehilfe, wenn man lebensverlängernde Maßnahmen unterlässt. Ja, das ist jetzt natürlich dann auch eine schwierige Entscheidung. Ja. Also, erzähl mir doch mal etwas zu dem Krankheitsverlauf deiner Frau. Ja, also die hatte vor circa 4 Wochen ein Aneurysma im Gehirn, das ist dann also geplatzt. Ja. Danach konnte sie dann nicht mehr sprechen und hatte dann zwischendurch noch 3-mal einen Hirninfarkt, Atemstillstand, ist dann ins Koma gefallen, ist mittlerweile rechts gelähmt, am linken Auge blind, kann wie gesagt nicht sprechen und so wie der Arzt sagte, ist das Gehirn also so irreparabel geschädigt, dass da also keine Lebensqualität mehr zu erwarten ist. Das kann der Arzt oder können die behandelnden Ärzte so klar sagen, dass das Gehirn irreparabel so geschädigt ist, dass es keine Hoffnung gibt für eine Genesung? Also man kann sie mit Sicherheit irgendwie am Leben erhalten. Das ist dann so ein Mensch, wo das Herz schlägt und wo sich eben ansonsten nicht mehr viel regt. Mhm. Selbst wenn sie irgendwann vielleicht mal wieder laufen kann, das weiß man natürlich alles nicht. Also aber die Chance besteht, dass sie eventuell wieder laufen würde können? Wenn sie überhaupt aus dem Koma wieder wach wird, man weiß es eben nicht. Man sie muss es eben abwarten. Ja, sie liegt jetzt 4 Wochen im Koma. Ja, jetzt also 4 Wochen. War sie vorher eine gesunde Frau? Nicht wirklich. Also sie hat also mit ihrem Körper eine Menge Raubbau getrieben, war fast 15 Jahre alkoholkrank. Mhm. Also auch multisüchtig, hat also so ziemlich alles an Drogen durch, was man sich so vorstellen kann, über Tabletten, Heroin, Kokain und. Wie alt ist deine Frau? 37. 37 erst. 37 erst. Mhm. Hat also schon eine Menge mitgemacht. Ich habe jetzt also auch noch nebenbei das Problem, wir sind 20 Jahre verheiratet und war ihr eigentlich die ganzen Jahre über treu und habe jetzt seit circa 4-5 Monaten eine Frau kennengelernt, die ich eigentlich auch liebe, kann man sagen. Und das heißt, du hast die Frau kennengelernt, noch bevor deine Frau wiederum bevor sie krank geworden ist. Das sieht jetzt natürlich alles in allem sehr blöd aus, wenn meine Frau jetzt auf einmal stirbt oder ich jetzt sag, lass sie sterben oder so. Und das ist natürlich, was die Familie dann von sich gibt, das kann man sich lebhaft vorstellen. Hast du denn mit deiner Frau, habt ihr über einen solchen Fall mal gesprochen? Wenn sie
so ins Koma fällt oder solche Krankheiten kommen, darüber haben wir eigentlich nie geredet. Das ist wieder ein Beispiel dafür, dass man das unbedingt alle, auch die jungen Leute, tun sollten. Ja. Und auch die jungen Leute sollten unbedingt eine Patientenverfügung verfassen. Ja. Das habe ich also auch überlegt. Also ich werde auf jeden Fall jetzt, wo ich das so sehe, wie die so liegt, ein Patiententestament versuchen zu machen. Also ich möchte so nicht liegen müssen, oder? Ja. Übrigens kann man das, soweit ich informiert bin, sich ausdrucken lassen vom Bundesjustizministerium. Und je mehr man da reinschreibt, so ist meine Information, desto besser ist es. Je mehr man das definiert, was man nicht haben möchte, oder wenn man den eventuellen Zustand definiert, desto besser ist es für eine Entscheidung. Das ist noch die Frage, ne? Dürfen die müssen ja Leben erhalten im Prinzip, ne? Dürfen die mich einfach sterben lassen, nur weil ich das will? Ja, das ist nicht bindend, aber es ist für einen Arzt natürlich schon mal ein wichtiger Hinweis, wenn man genau weiß, was der Patient möchte. Ich meine, die ganze Sache bei euch ist ja noch relativ frisch. Ja. Wir reden von 4 Wochen, wir reden nicht von 4 Monaten oder gar 4 Jahren, dass deine Frau im Koma liegt. Wurde denn dieses im Moment schon ganz aktuell diskutiert mit dir von Seiten der Klinik, ob sie künstlich ernährt werden soll und so weiter? Ja, das ist sie ja sowieso. Also sie ist künstlich ernährt und so wie der Arzt sagt, wird sie auf jeden Fall ein Schwerstpflegefall bleiben. Also sie kommt, ist also sehr unwahrscheinlich, dass sie wieder nach Hause kommt. Sie müsste in Pflegeheim, eine 24 ja. Stunden Vollpflege. Nein, ich meinte jetzt, stehst du vor einer aktuellen Entscheidung im Moment? Musst du etwas sagen? Ja, die wollen jetzt natürlich wissen, wie lange sollen die Geräte noch anbleiben. Was heißt genau die Geräte? Die wird, wie gesagt, beatmet, künstlich ernährt. Mhm. Und das heißt, sie hat eine Magensonde? Ja, Magensonde, einen Schlauch bis in die Lunge, wo also eben Sauerstoff reingeht und verschiedene Infusionen oder so, was oder irgendwie unterstützen oder so, aber ansonsten kann man nur abwarten. Wohin tendierst du denn, dich zu entscheiden? Ich wäre also dafür, dass sie in Würde sterben lassen. Das haben wir also uns dann eben auch lange überlegt. Und wer ist wir? Also meine Schwiegermutter, also ihre Mutter. Achso, die ist auch einbezogen. Ja, die hängen sich natürlich immer wieder mit da rein und da sind wir uns also dann hinterher einig geworden, dass für sie das so auch kein Leben wäre. Aber es ist dir natürlich klar, in dem Moment, wo du die Magensonde herausnehmen lässt und wo das Beatmungsgerät ausgeschaltet wird, wird die Frau sterben und du wirst unter Umständen den Sterbeprozess begleiten. Ja, und ich bin halt unter Umständen dann schuld, ne? Also das ist das, was mir natürlich noch eine Menge Kummer macht. Ich weiß nicht, wie ich da hinterher mit fertig würde. Wenn ich sage, ich habe die Entscheidung irgendwie mitgetroffen oder mitgetragen oder so. Empfindest du denn einen gewissen Druck von Seiten der Ärzte, dass die sagen, sie müssen das jetzt entscheiden? Nein. Nein, das heißt, das kann... Wir können uns das noch überlegen oder können die noch eine Weile so liegen lassen oder so und eben warten. Warten, was passiert. Also dieser Zeitraum erscheint mir, ich sage es jetzt mal wirklich ganz laienhaft, spontan, vielleicht liege ich da falsch, erscheint mir sehr kurz, dass nach 4 Wochen schon, aber ich bin jetzt auch nicht informiert in die ganze Krankengeschichte. Ich kenne mich da eben auch nicht so genau mit aus oder so, ne? Ich weiß also auch nicht. Die Ärzte, mit denen du gesprochen hast, sagen die nur, man kann das machen und das machen, oder hörst du auch eine Meinung, eine Tendenz heraus? Ja, also der hat schon irgendwie den Eindruck erweckt, er wäre also auch dafür abzuschalten, weil eben so viel, der hat also letzten Donnerstag nochmal ein CT gemacht und hatte danach eben gesehen, dass also weite Teile des Gehirns nicht mehr durchblutet werden, weil der Hirndruck ständig weiter ansteigt. Er sagte mir, 35 oder so wäre also die absolute Grenze, die Obergrenze, und ich weiß also nicht, wonach die das messen. Und die hatte also die ganze Zeit einen Druck von 30 bis 32. Also war irgendwie kurz davor, dass es eben vielleicht sogar von alleine zu Ende gegangen wäre. Also eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, zu der ich mich natürlich nicht äußern kann. Das ist ja klar. Ich möchte das eigentlich auch nicht wirklich entscheiden müssen. Also wenn wir natürlich, sie wird einfach von alleine sterben und ich bräuchte halt gar nicht entscheiden.
Aber ich möchte es dann doch nochmal wiederholen, wie wichtig das ist, dass man frühzeitig, wenn man kerngesund ist, dass man über so etwas redet. Also so wie ich meine Frau kenne, die hätte so nicht weiterleben wollen. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt auch, wenn man das so hundertprozentig sagen kann. Ja. Wenn sie mal fit war oder so und wenn sie gerade mal nicht betrunken war, sagen wir mal so, dann hat sie eigentlich auch ganz gerne gelebt. Also. Und ja, wollte eigentlich auch hier und da mal was unternehmen oder so. Hat natürlich letztendlich meistens nicht geklappt. Hat sich wohl viel vorgenommen, aber nichts zu Ende geführt. Rainer, ich wünsche dir und deiner Familie oder den dich umgebenden Menschen sehr viel Weisheit, da jetzt die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Das ist es, ja. Ich denke manchmal auch, vielleicht ist es wirklich noch zu früh oder so. Ne? Und darauf hinterher dann neue Beziehungen aufzubauen, ist natürlich dann auch schwierig. Ich könnte dir mal anbieten, natürlich können wir, auch meine Psychologen, können da natürlich keine konkrete Hilfeleistung und keinen Rat geben. Dennoch könnte ich dir anbieten, ein Gespräch mit meiner Psychologin, was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht für dich wäre, vielleicht das noch etwas eingehender zu machen. Also im Moment immer wieder mal recht sachlich darüber nachzudenken und sachlich darüber zu reden. Obwohl ich natürlich auch so Momente habe, wo ich dann total am Boden bin und überhaupt nicht mehr weiter weiß. Ne? Alles, was hier so in der Wohnung ist, jedes Teil erinnert an die. Irgendwie ist das ja alles noch so. Wir machen Folgendes, Rainer. Du legst bitte auf und wir rufen dich zurück. Du bekommst jetzt einen Anruf von meiner Psychologin, von der Elke. Und ihr könnt noch eingehender sprechen. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich. Okay, danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hier ist Carla und Carla ist 59 Jahre. Guten Morgen, Carla. Guten Morgen. Ja, unser Thema ist Sterbehilfe, Carla. Ja. Was ist deine Meinung? Meine Meinung dazu ist, ich habe meinen Mann fast 7 Jahre gepflegt. Dein Mann? Ja. Hm. Er hatte Alzheimer, Parkinson und Bechterew. Oh weia. Ja, das ist natürlich, ich erahne die ungeheure Belastung. Ja. 7 Jahre lang? Ja, fast 7 Jahre. Ist dein Mann jetzt verstorben? Nein, 2003. 2003. Mhm. Wie alt war er, als er gestorben ist? 63. Mhm. Und du hast das 7 Jahre ganz alleine gemacht? Mit Pflegedienst. Also er war zu Hause? Zum Schluss mit Pflegedienst, ja. Mhm. Du hast den zunehmenden Verfall und den Fortschritt der Erkrankung am eigenen Leibe mitbekommen? Das war jeden Tag ein Stück Abschied nehmen von unserem Leben. Von unserem Traum. War er zum Schluss überhaupt noch der Mann, den du mal kanntest? Nein, leider nicht. Hm. Das Einzige, was geblieben ist, das war das Gefühl. Also wenn er mich sah, war er ganz ruhig. Ja. Wenn er unsere Enkeltochter sah, da gingen Strahlen über sein Gesicht. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Hm. Er hat seine Schwester noch erkannt. Er hat seine Kinder nicht mehr erkannt, weil das damals so war, dass sie sehr wenig kamen. Die konnten mit der Situation nicht umgehen. Mhm. An was ist er letztendlich verstorben dann? Zum Schluss versagt alles. Mhm. Er konnte nicht mehr schlucken und wir waren Gott sei Dank rechtzeitig beim Notar und wir hatten Patientenverfügung, sodass ich also auch abgelehnt habe, ihm eine Magensonde zu legen. Mhm. Ich habe ihn dann mit Gläschen ernährt und als er die nicht mehr wollte, musste ich das auch akzeptieren. Er ist dann zu Hause gestorben? Zu Hause in meinen Armen, ja. In deinen Armen gestorben? Mhm. Ja. Das heißt, du hast dich oder ihr habt euch dann ja auch für eine Form der indirekten, der passiven Sterbehilfe entschieden? Ja, weil er es so wollte. Er wollte zwar am Anfang, dass ich ihm helfe, aus dem Leben zu scheiden. Ach, das wollte er sogar? Das wollte er, als er die Diagnose erfuhr und dann sagt er immer, ich will nicht verblöden, ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Mein Mann war hochintelligent. Gab es Momente bei dir, später, als es ihm sehr schlecht ging, diesen Wunsch nochmal aufzugreifen und ihm zu helfen, aus dem Leben zu scheiden? Nein, ich wollte es ihm so angenehm machen wie möglich, dass der Wunsch nicht aufkam. Also habe ich versucht, alle Dinge, ja, und wenn es war, ins Auto gesetzt mit 2 Mann und einfach am Rhein entlang gefahren und ihm... Nun weiß man ja gar nicht mehr, ob der Wunsch vielleicht hinterher... da war. Der ist weniger geworden, der ist leiser geworden. Meinst du? Der Wunsch, ja. Mhm. Das hat er auch so gesagt, also ich bin mit ihm noch in die Türkei geflogen, da saß er schon im Rollstuhl, trug Windeln, das war mir alles egal. Ja. Er wollte raus, er wollte noch was sehen.
Und er hat sich gefreut, das hat man gesehen. Glaubst du jetzt auch im Abstand von einigen Jahren, er ist 2003 verstorben, sagst du, ja, dass es so richtig gelaufen ist, wie ihr das gemacht habt, wie du es gemacht hast? Ja, für ihn ja. Für ihn, das ja war sein Weg. Mhm. Unser Thema heißt ja Sterbehilfe heute. Ja. Und du hast dich dazu gemeldet. Ja. Hast du da aufgrund deiner Erfahrungen einen besonderen Aspekt zu beizutragen, zu sagen? Ja, für mich habe ich entschieden, sollte mich so eine Krankheit treffen. Ich habe zwar schon mal Krebs gehabt, das habe ich geschafft. Ich habe 4 Halswirbeloperationen, das habe ich auch hingekriegt. Mhm. Aber sollte für mich diese Diagnose fallen, ich werde meinem Leben ein Ende setzen. Ich werde niemanden darum bitten, denn das ist eine Belastung, die kann man fast niemandem zumuten. Aber ich weiß, dass ich das für mich so entschieden habe und es auch tun werde. Ich glaube, die große Schwierigkeit dabei ist, wir haben das ja gerade mit Elisabeth schon besprochen. Es muss am Anfang geschehen. Ja, wann ist der Zeitpunkt? 10 Tage, nachdem ich die Diagnose habe. Also die Zeit habe ich mir gegeben. Welche Diagnose meinst du jetzt genau? Sollte es Alzheimer werden. Ach so. Ja. Jede Menge Menschen kriegen das. Wir haben über 1 Million Alzheimer-Patienten. Das heißt, so schnell, also 10 Tage danach, da bist du ja noch... Ja, weil ich dann vielleicht auch die Kraft nicht mehr hätte. Ja. Meine Angelegenheiten sind alle geregelt. Das habe ich schon ein halbes Jahr nach dem Tod meines Mannes getan. Mhm. Und... Das ist ja auch eine sehr, sehr klare und eindeutige Haltung, die du entwickelt hast. Ja. Die ist aber entstanden aus deinen Erfahrung, dass sich immer mehr Freunde verabschiedet haben. Ja, hast du, sind noch 2 Leute da geblieben, ansonsten wären wir vereinsamt. Es war grauenhaft. Ja. Ich hatte niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Zwar telefonisch mal mit meiner Schwägerin oder mit einer guten Freundin, aber man ist unwahrscheinlich alleine. Ja, aber du hast ja gerade schon eindrucksvoll geschildert, wie sehr du deinem Mann geholfen hast. Und er sicherlich vielleicht auch noch schöne Momente erlebt hat. Ja. Zum Beispiel, als die Enkelkinder kamen. Ja. Meinst du nicht, dass dieses auch bei dir so sein könnte, wenn auch diese Krankheit fortschreiten würde? Ich könnte mit dem Druck, das Ende vor Augen zu haben, nicht leben. Aber vielleicht weiß man das ja dann gar nicht mehr so richtig. Am Anfang weiß man es. Mein Mann hat sich über Internet über seine Krankheit informiert. Mhm. Deswegen kam sein starker Wunsch, sterben zu wollen. Ist es bei dir auch so, die Angst, dass du keinem anderen zur Last fallen möchtest? Ja. Und auch die Angst? Weil ich weiß, das ist fast nicht zu schaffen. Ja. Ich habe manchmal in der Nacht 1 Stunde, 1,5 Stunden geschlafen und man wird dann auch ungerecht dem Patienten gegenüber. Mhm. Oder vielleicht auch die Angst, irgendwo in einem Heim zu liegen. Das auf keinen Fall. Und, ich habe eben gerade einen Bericht im ersten Programm gesehen, der hat mir wieder gereicht. Mhm. Ich arbeite ehrenamtlich in der Altenpflege. Oh ja, dann kennst du es wirklich. Dann weißt du alles. Ich muss sagen, es ist... Hast du auch konkrete Vorstellungen, wie du dir das Leben dann nehmen möchtest? Ja. Wie möchtest du es machen? Ja, ich habe was hier und das wirkt sofort. Man schläft ein, also eine Stunde später ist es vorbei. Also ein sehr starkes Medikament. Ganz genau, ja. Darf ich fragen, wie du daran gekommen bist? Wenn du es nicht sagen möchtest, musst du es auch nicht sagen. Das habe ich schon 3 Jahre. Und da es nicht schlecht wird. Ja. Nee, das habe ich schon länger. Seit 2000 habe ich das. Hast du das auf legalem Wege bekommen? Ja. Ja. Aber nicht für mich. Ach so. Das muss ich also dazu sagen. Ach so, das war, für mich. Das, ganz genau. Das war ein starkes Medikament für deinen Mann? Nein, auch nicht. Für jemand anderes, den ich gepflegt habe. Ah ja. Okay, ich möchte dir da auch nicht zu nahe treten. Ja. Ich mag schon, dass du das aber nicht... Aber das ist so sicher verwahrt hier, da kommt auch keiner dran. Also auch für dich so eine Beruhigung, da ist das. Ja, wenn, dass ich jederzeit weiß, ich war schon so oft so schwer krank. Und habe es immer wieder geschafft. Das wäre für mich auch kein Grund. Was? Aber diese Diagnose, zu wissen, dass man nicht mehr sich selbst ist, nicht mehr entscheiden kann, möchte man angebunden werden oder nicht. Ich finde, so ich muss ja sagen, ich habe das gerade bei Elisabeth schon angedeutet und jetzt empfinde ich das wieder so, wenn du das sagst. Ich finde das schlimm, dass wir in unserem Land zu solchen eher illegalen Mitteln
wollen. Ja, geheimnisvollen Mitteln greifen müssen, wenn ich wir... Ich finde das auch. Ich finde dieses Modell, was man in der Schweiz praktiziert, finde ich nachvollziehbar. Ja. Und ich möchte nicht, dass die gnädige Hand, die einen tödlichen Trunk reicht, dass die Hand kriminalisiert wird. Nein. Und das ist in Deutschland so. Man darf keinem Menschen zur Selbsttötung helfen, beitragen. Das ist so. Man würde deswegen nicht bestraft, aber man muss sofort Hilfestellung leisten. Ganz genau. Insofern, wenn man das dann nicht tut, ist das unterlassene Hilfeleistung. Ich meine, als mein Mann nicht mehr essen wollte, es war ja auch unterlassene Hilfeleistung. Ich habe ihn nicht gezwungen. Mhm. Ich hätte ihm die Nase zuhalten können und es einflößen können. Mhm. Ich wollte erst nicht. Er hat es selbst so entschieden. Mhm. Er hat mir die Hand weggeschlagen, wenn ich ihm was gegeben habe. Ich glaube auch, dass ich habe ja auch in dieser Sendung schon mit so vielen schwerkranken Leuten gesprochen. Und ich glaube, dass fast alle oder wenn nicht alle sogar der Meinung sind, dass sie das selbst bestimmen möchten. Meine Schwiegermutter hat es selbst bestimmt. Die hat gesagt, den einen Tag möchte ich noch erleben. Mhm. Und am nächsten Morgen ist sie gestorben. Und es war, wir standen all drumherum und es war unwahrscheinlich schön, sie gehen zu sehen. Mhm. Und so ist mein Mann auch gegangen. Da gibt es ja von Seiten, also die beiden großen Kirchen in Deutschland sind ja ganz klare Gegner dieser Varianten. Die beiden Kirchen sagen, dass der Mensch nicht das Recht hat, sich das Leben zu nehmen. Dann sollen sie mal rund um die Uhr pflegen. Mhm. Dann sollen sie rund um die Uhr pflegen. Dann wissen sie, was das heißt. Mhm. Bist du eine gläubige Frau? Teilweise schon, ja. Aber ich bin damit nicht einer Meinung. Ja, das heißt, für dich ist das keine Gefühl der Sünde. Wenn man es aus irgendeinem Grund macht, um die Arbeit loszuwerden, dann ist das was ganz anderes. Mhm. Aber wenn man sieht, dass der Mensch leidet, dass er Schmerzen hat wie ein Tier, dann finde ich das eigentlich der letzte Liebesdienst, den man tun kann. Ja, ich glaube, es ist sogar einer der größten Liebesdienste. Ja, das ist. Ja, und das ist sicher auch eine der schwersten Liebesdienste, die man jemandem angedeihen lassen kann. Ja. Ja. Liebe Carla, ich danke auch dir für deinen Anruf und deine offenen Worte und wünsche dir natürlich viel Gesundheit und noch viele, viele tolle Jahre, dass du noch nicht dein Medikament da nehmen musst. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Lena ist hier. Lena ist 32 Jahre alt. Ja, guten Abend, Domian. Guten Morgen, Lena. Du bist bis jetzt die Jüngste. Ja. Es rufen nicht so ganz viele junge Leute zu dem Thema an, was im ersten Moment verständlich ist, im zweiten aber eigentlich nicht, weil uns das ja alle betrifft. Alle. Das ist richtig. Entweder betrifft es uns persönlich, vielleicht durch einen Unfall oder eine plötzliche Krankheit, oder man ist konfrontiert durch eine schwere Erkrankung der Eltern oder im Umfeld. Ja, ist etwas. Richtig, ja. Das stimmt. Also du hast dich auch zu unserem Thema Sterbehilfe gemeldet. Genau, weil ich selbst krank bin. Was hast du für eine Erkrankung, Lena? Eine ganz seltene Bluterkrankung, die die Organe mit Tumoren angreift und die nicht heilbar ist. Also die Bluterkrankung greift die Organe mit Tumoren an? Ja. Das heißt, du bist letztendlich am ganzen Körper gefährdet, Tumore zu bekommen? Innerlich, ja. Innerlich? Mhm. Das Knochenmark ist krank und die Organe sind halt alle mit Tumoren befallen. Das heißt, du hast ganz viele Tumore in deinem Körper? Mhm, genau. Wie lange schon? Seit 2 Jahren ist die Erkrankung bösartig geworden. Aber schon seit ungefähr 8 Jahren habe ich die Erkrankung. Wie bekommt man diese Erkrankung? Weißt du einiges darüber? Das ist ein Gendefekt, der aber meist harmlos verläuft, also gutartig. Und der in ganz seltenen Fällen eben auch in maligner Form verlaufen kann. Weißt du, wie viele Tumore du hast in dir? Nein. Es sind so viele. Ja, ich denke schon. Man hat die Behandlung aufgegeben. Ach so. Hat man dich anfänglich mit Chemotherapien und Bestrahlung? Nein, das hat man angeboten, aber man hat mir dann gesagt, dass es nichts bringen würde. Man hat mich also eigentlich immer nur symptomatisch behandelt und dann eben zum Schluss palliativ und das Morphium wurde vom Körper auch nicht mehr vertragen. Der Körper ist davon vergiftet und jetzt kann man nichts mehr machen. Das heißt, du nimmst auch keine Schmerzmittel im Moment? Doch, ich nehme welche, aber die reichen nicht aus. Das bedeutet, du hast immer schlimme Schmerzen? Im Körper, ja, ziemlich schlimme. Ja. Jetzt in diesem Moment, während wir reden auch? Ja. Im ganzen Körper oder immer nur so an verschiedenen Stellen?
Nein, im ganzen Körper. Permanent im ganzen Körper? Ja. Das heißt, du kannst auch kaum schlafen? Stimmt. Und es gibt kein so extrem starkes Schmerzmittel, um diese... Das wäre Morphium und das hat der Körper, das ging nicht mehr. Also die palliative Behandlung musste abgebrochen werden und beendet werden. Und jetzt kann man nichts mehr tun. Jetzt bist du zu Hause? Mhm, das stimmt. Und hast Angst, dass es von Tag zu Tag schlimmer werden könnte? Ja. Ich bin bei einer Schweizer Sterbehilfegesellschaft angemeldet, schon seit 2 Jahren, wo der Verlauf halt so extrem schlimm wurde. Ja. Und habe von dort auch grünes Licht. Das heißt, wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich jederzeit anrufen, dann kann ich jederzeit reisen. Wie wird das dann gehen? Du reist dann in die... Ich muss dann halt noch irgendwie fit sein, mit dem Rollstuhl in die Schweiz zu reisen. Das heißt, du musst schon einen genauen Punkt abpassen, dass du das noch schaffst. Genau. Genau. Wie wird das denn sein? Du fährst dann in die Schweiz? Ja, und mit meiner Freundin. Ja. Die würde mitkommen. Und dann muss ich dort zu einer Vertrauensärztin, die halt nochmal abcheckt, dass ich noch klar im Kopf bin. Mhm. Und dann stellt sie ein Rezept aus für ein hochdosiertes Schlafmittel. Mhm. Und das wird dann geholt. Und dann gehe ich mit der Freundin und den Sterbebegleitern in eine Wohnung von der Gesellschaft. Mhm. Und dann bekomme ich etwas gegen das Brechen, weil man sonst ja brechen könnte. Ja. Dann werde ich nochmal gefragt, ob ich das wirklich will. Und dann bekomme ich das Schlafmittel aufgelöst in einem Glas Wasser. Und dann schlafe ich innerhalb von 2-3 Minuten ein. Ja, und dann sterbe ich innerhalb von einer halben Stunde bis zu 4 Stunden. Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Man reicht dir den tödlichen Trunk quasi. Genau, richtig. Du musst ihn aber selbst trinken. Du musst das Glas selbst in die Hand nehmen. So, ich glaube, man darf dir nicht mal die Hand führen. Genau, richtig. Ich muss das noch können. Ich muss noch reisen können. Mhm. Ich muss noch klar im Kopf sein können. Ja. Ich muss es noch selbst trinken können. Und die Person, die dir diesen tödlichen Trunk reicht, ist ein Arzt? Nein, das sind die Sterbebegleiter. Das sind die Sterbebegleiter. Ah ja. Mhm. Die das aber ehrenamtlich machen? Genau, richtig. Das heißt also, da verdient niemand Geld dran? Nein, nein. Mhm. Mhm. Ich finde es, ich habe kein Verständnis dafür, dass man für ein würdevolles Sterben, und das möchtest du ja, dass man dafür in die Schweiz fahren muss. Warum kann man das nicht in Deutschland? Ich auch nicht, aber ich war Altenpflegerin, ich weiß aus meiner Beruflichkeit heraus, dass eigenes Sterben hier in Deutschland, dass es eben auch schief gehen kann. Mhm. Und wenn ich dann vielleicht irgendwann irgendwo im Heim lande oder in der Psychiatrie oder wo auch immer, das will ich nicht. Mhm. Ich will meine Würde behalten. Mhm. Wie wird es dann, wie geht das dann weiter? Du verstirbst dann in diesem Raum in der Schweiz. Wirst du dann in der Schweiz auch beigesetzt? Oder? Ja, ich könnte nach Deutschland beigesetzt werden, aber weil ich keine Familie mehr habe und sonst keinen habe, möchte ich in der Schweiz beigesetzt werden. Ich bekomme eine Friedwaldbestattung. Ich habe mir das schon ausgesucht. Ich werde dann also verbrannt und meine Urne kommt dann unter einen Baum. Mhm. Das möchte ich. Du hast gerade gesagt, dass eine Freundin dich begleiten wird. Ja, meine Freundin. Deine Freundin. Ist das deine Partnerin? Ja, genau. Ah ja. Mhm. Ich halte gerade ein bisschen die Luft an, weil ich glaube, dass das ein ungeheuer schwerer Gang für euch beide ist, für die Kranke, also für dich und natürlich für deine Freundin. Bestimmt, das heißt, absolut. Ihr sitzt irgendwann im Zug oder im Auto und fahrt in die Schweiz und ihr wisst, das ist jetzt die letzte Fahrt. Ja, das stimmt. Und ihr geht irgendwann in ein Zimmer und setzt euch zum letzten Mal hin. Und sie ist aber bereit und auch stimmt mit dir überein, dass ihr das so regeln wollt. Ja, ja. Sie hat gesagt, sie würde es schlimmer finden, wenn ich irgendwann hier zu Hause selbst gehen würde. Mhm. Und ich habe alles soweit geregelt. Also ich habe, wie gesagt, ja meine Unterlagen alle an die Gesellschaft geschickt. Ich habe das grüne Licht sofort erhalten. Ich habe nach 2 Jahren Kämpfen einen Arzt gefunden, der mir ein Gutachten über meinen Zustand geschrieben hat. Mhm. Und ich habe Briefe für alle Freunde, die wichtig sind, schon fertig drucken lassen, damit halt keine Druckerei und was mehr das machen muss, sondern ich habe alles selbst vorbereitet und alles ist hier und es wird dann alles abgeschickt und
um das über diese Gesellschaft so machen zu können in der Schweiz, wie du es gerade geschildert hast. Hätte ich also die Briefe und das nicht gebraucht, aber die ganzen Papiere und das Gutachten vom Arzt. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Also man braucht diese medizinischen Gutachten, dass man auch wirklich so schwer erkrankt ist und irreparabel erkrankt ist und dass es keine Hilfe mehr gibt. Genau, das ist genau richtig. Und da haben sich die Ärzte leider, die meisten Ärzte geweigert, weil sie halt dann gesagt haben, das geht nicht. Dafür machen wir das nicht. Genau. Das verstehe ich nicht. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Nein, ich auch nicht. Weil sie haben mir zugestanden, dass die Erkrankung da ist, dass der Zustand so ist, aber sobald es um ein Gutachten ging, haben sie gesagt, geht nicht. Ich habe ja, weißt du, ich habe höchsten Respekt vor der Hospizbewegung in Deutschland. Ich habe höchsten Respekt vor den Palliativmedizinern. Ja. Aber mir ist nicht eingängig, warum gute palliative Arbeit, gute Hospizarbeit sich widerspricht zu einem solchen Modell, welches du da gewählt hast. Genau, das, richtig. Das kann doch auch im Einklang sein miteinander. Ich habe auch einen Hospizdienst, der mich so weit begleitet, wie ich das mag. Aber auch die sagen ganz klar, sie wissen nicht, inwieweit sie das eigentlich wirklich tragen können, weil es gegen ihren Gedanken spricht. Und auch die Palliativstation, auf der ich behandelt wurde, hat ganz klar gesagt, Schweiz geht nicht. Ja, aber man muss doch sagen, dass du palliativ sind ja alle Register gezogen worden. Genau, richtig. Und deine Entscheidung resultiert ja daraus, dass eben palliativ nichts mehr gemacht werden kann. Genau, richtig. Ja. Hast du Angst davor? Ja, ein wenig. Angst, zu früh zu gehen, aber auch Angst, zu spät zu gehen. Die Krankheit kann auch das Gehirn angreifen, das wusste ich nicht, das hat der Arzt mir dann aber mitgeteilt. Und dann wäre ich nicht mehr fähig für die Schweiz, weil ich muss halt klar sein. Also ich habe sowohl Angst, zu früh zu gehen, dass ich vielleicht noch ein paar gute Tage hier in meinem Bett haben kann, dass ich noch mal einen guten Besuch bekommen kann, vielleicht noch mal jemand mit mir rausfährt mit dem Rollstuhl. Und auf der anderen Seite eben auch Angst, dass es eben zu spät sein könnte, meine Entscheidung, dass ich vielleicht schon mit dem Kopf nicht mehr ganz klar bin. Aber das heißt, dann musst du ja eigentlich im Moment in einem großen Stress leben, weil du, geht es jetzt nur noch um Tage und Wochen, die du entscheiden musst? Das weiß niemand. Niemand weiß es. Also sowohl die Schweiz als auch der Arzt haben mir gesagt, ich sollte nicht mehr allzu lange warten. Aber ich möchte erst im Frühling sterben. Ich möchte nicht im Winter sterben. Also muss ich noch ein bisschen durchhalten. Warum möchtest du im Frühling sterben? Weil ich den Winter nicht mag, weil ich Angst vor dem Winter habe. Ich möchte nicht im Winter unter einem Baum beerdigt werden. Ich möchte dann sterben, wenn ich noch einmal auf der Fahrt alles Grüne sehen kann und die Blumen sehen kann. Und ich lieg schon jetzt seit einem Jahr nur noch im Bett und ich möchte dann gehen, wenn ich noch mal alles draußen grün sehen kann und nicht im Grauen und Dunkeln und Schnee. Ich wünsche es dir so von Herzen, Lena, dass dieser dein Wunsch in Erfüllung geht. Dankeschön. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Ich danke recht schön dafür. Ich glaube, dass du alle Wünsche von allen Zuschauern auf deiner Seite jetzt hast. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass das klappt. Wenn es nicht klappt, gehe ich früher. Von Herzen alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön für das Gespräch. Ich habe zu danken. Ich habe zu danken. Liebe Lena, alles Gute und schönen Gruß an deine Partnerin. Ja, vielen Dank. Die hört auch am Telefon, also am Fernseher mit. Alles Gute. Danke. Tschüss. Gut, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit dem Michael und Michael ist 39 Jahre alt. Guten Morgen, Michael. Hallo, Domian. Hallo, Michael. Guten Morgen. Ja, ich habe zum Thema Sterbehilfe Folgendes zu sagen. Ich will mal vorwegschicken, ich bin Richter und sitze in einer großen Strafkammer, die sich ausschließlich mit Tötungsdelikten befasst. Ich versuche das mal so ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten, wo uns eigentlich in der Sterbehilfe aus unserer Sicht geht. Bevor du chronologisch aufarbeitest, würde ich einfach mal gerne deine spontane Meinung zu meiner Anruferin von gerade erfahren. Der Lena, die in die Schweiz gehen will, Es ist für mich natürlich als gesunder Mensch unheimlich schwer nachzuvollziehen, wie diese Frau sich fühlt.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als sie sagte, sie möchte an bestimmten Zeiten sterben, dass sie natürlich unter einem enormen psychisch labilen Druck aufgrund ihrer Krankheit leidet. Das heißt, für mich kann ich das auf der einen Seite nachvollziehen, aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, jeder Mensch hat das Recht auf Leben und sollte sein Leben, solange wie er es irgendwie nur kann, auch genießen. Bin ich deiner Meinung, aber sollte nicht jeder auch das Recht haben, sein Leben zu beenden, wenn er es möchte? Ohne stigmatisiert zu werden oder ohne, dass Leute, die ihm dabei helfen, kriminalisiert zu werden? Das ist das Recht, was er für sich selber einnehmen kann. Mhm. Ja, das kann er dann in Form, wie sie das jetzt tut, ist es ja die sehr gute, sehr schöne Form. Es gibt ja auch Menschen, die greifen zu anderen Mitteln, vergiften sich selber, erhängen sich oder Ähnliches. Mhm. Aber es dreht sich ja um die Sterbehilfe von anderen jetzt, also wie Ärzte zum Beispiel. Ich hatte unlängst ein Verfahren eingestellt gegen eine Ärztekammer, wo es genau darum ging, wo lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt worden waren, weil die voraussichtliche Genesung dieses Menschen aussichtslos war. Dieser Mensch hätte also Darf ich kurz fragen? Voraussichtsweise oder definitiv? Also definitiv. Nach den ärztlichen Gutachten wäre es so gewesen, dass dieser Mann nicht mehr aus diesem Koma erwacht wäre. Möglicherweise eine kleine Prozentzahl gibt immer, dass er mal kurz wieder zu sich kommt, aber dann wieder sofort in dieses Koma verfallen würde. Dann wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen von Seiten des Krankenhauses eingestellt und die Angehörigen klagten natürlich an wegen unterlassener Hilfeleistung und Totschlag. Das ist die Sache, denke ich mal, nicht wert. Also wir haben in Deutschland aufgrund des Grundgesetzes, das Menschenleben ist das höchste Rechtsgut, was wir haben in Deutschland. Und das ist unantastbar. Und wer jemanden das Recht nimmt, in Form von Mord oder von unterlassener Hilfeleistung, handelt in erster Linie erstmal strafrechtlich. Ich kann das, wir diskutieren in juristischen Kreisen ja auch über diese Sterbehilfe. Und ja, es wird immer mehr ein großes Thema in Deutschland. Das ist ein sehr großes Thema. Und, aber darf ich dich vielleicht auch persönlich noch erstmal noch mal zwischendurch fragen, wärst du denn für eine klare gesetzliche Definition, was diese Thematik anbelangt? Ich persönlich ja. Und wie sollte die aussehen? Würdest du dieses Schweizer Modell für richtig halten? Dieses Schweizer Modell ist eine sehr angenehme Form und ich würde dem aber einige Gutachten von verschiedenen Fachpersonalen vorausschicken. Ja, das finde ich durchaus auch nachvollziehbar, ja. Ja, es gibt sehr, sehr viele Fehldiagnosen und wir diskutieren unter anderem auch dieses Thema mit Rechtsmediziner, die jeden Tag Sektionen durchführen und die dann die tatsächliche Todesursache feststellen. Und ich habe es schon zweimal in meiner Laufbahn erlebt, dass die diagnostizierte Todesursache nicht die eigentliche Todesursache ist. Und insofern kriegen wir juristisch ein Problem. Menschen, die nicht mehr leben wollen, die haben ja sozusagen auch mit ihrem Leben abgeschlossen. Ja. Und ich finde, das muss man sich mal vorstellen, unter welchem psychischen Druck diese Menschen stehen. Und Menschen, die unter psychischem Druck stehen, treffen schon hier und da mal eine Fehlentscheidung. Würde ich nicht immer so unterstellen. Ich glaube, dass schwerkranke Menschen, und da, wie ich es vorhin schon sagte, ich habe mit so vielen hier in der Sendung schon gesprochen, die über einen langen, langen Zeitraum ihre Situation bedenken und bespiegeln, dann zu einem solchen Resultat kommen. Natürlich kannst du sagen, da ist ein großer Druck, natürlich ist da ein großer Druck, aber deshalb sind die Leute ja noch zurechnungsfähig, auch wenn sie unter großem Druck stehen. Ja, das sind sie. Ist ja auch die Voraussetzung meines Wissens nach, wenn sie in die Schweiz fahren und diese Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Das ist richtig. Aber wir sind hier nicht in der Schweiz, sondern wir sind hier in Deutschland und ich habe da persönlich, meine persönliche Meinung ist, Sterbehilfe wäre für mich denkbar und vorstellbar. Also für dich persönlich auch als Michael.
Ja, genau. Für mich als Michael ist die vorstellbar, ist die auch vollstreckbar. Nur auf der anderen Seite ist es so, und da haben meine Kollegen gar nicht so unrecht, die gegen Sterbehilfe sind, das wäre dann irgendwo auch ein gewisser Freifahrtschein für ich möchte leben oder ich möchte nicht leben. Denn die Begründung einer Sterbehilfe, die muss ganz klar und deutlich sein. Ja, aber das ist ja das, was du genau, was du jetzt sagst, sagen ja viele Leute, und ich sage das auch, dass wir eine klare gesetzliche Regelung brauchen, eine Definition, die wir jetzt nicht haben. Ja, genau. Mhm. Und unsere Politik wehrt sich dagegen, genau aus diesem eben genannten Grund von mir. Wir werden den Menschen keinen Freifahrtschein über Leben und Tod aushändigen. Es gibt ja auch selber entscheiden können, jetzt will ich sterben aufgrund meiner Sterbe, weil ich bin so krank, aus dem und dem Gründen. Ich habe vollen Respekt von deiner Anruferin, die eben vor mir gesprochen hat. Mhm. Das kann ich auch nachvollziehen, und mir ging das auch sehr nahe wie dir, dass ich gedacht habe, das ist ein Fall, wo ich ganz klar sagen würde, ja, sie ist ein Kandidat. Mhm. Aber ich meine, dafür seid ihr Juristen ja da. Dafür sind wir Juristen da. Ich meine, sowas kann man doch so eng wie möglich definieren, dass man dann irgendwann sagt, okay, in diesen so klar definierten Fällen ist es legitim. Wir haben ja Gott sei Dank deiner Sendung gerade schon eine andere Anruferin, deine erste Anruferin. Ja. Da hätte ich ganz klar den Sterbehilfefall nicht zugebilligt, weil das hörte sich für mich so an, ja, ich habe ja noch ein Jahr, mir geht's ja gut und ich hätte es ja schon machen können und ich habe es ja erst viel später, Gott sei Dank, habe ich es nicht gemacht. Das ist so ein klassischer Fall, wo ich persönlich sage... Das ist ein anderer Fall, ja, da würde ich auch sagen, das ist sicher ein unterschiedlicher Fall zu Lena, da hast du recht. Mhm. Genau das ist es, und das ist für mich als Jurist interessant in dem Fall, dass wir Juristen über die Sterbehilfe entscheiden. Mhm. Ja, dass wir uns Gutachten einholen sollten und dass es einen Beschluss bzw. ein rechtskräftiges Urteil über diese Sterbehilfe geben sollte und dann die Sterbehilfe auch in einer ganz klar definierten Form ablaufen sollte in Deutschland. Genau so. Ob das jetzt ein Cocktail ist oder... Ja, aber ich glaube, das ist ein so polarisierendes Thema in Deutschland, dass wir wahrscheinlich noch sehr lange brauchen werden, bevor eine gesellschaftliche Diskussion zu einem Ergebnis führt. Ich habe es gerade schon angedeutet, dass es natürlich durch Querkreuzung durch alle Parteien die unterschiedlichsten Meinungen gibt. Ja. Und natürlich muss man alle Meinungen respektieren, weil alle Meinungen letztendlich natürlich einen zu respektierenden ethischen Hintergrund haben. Ja, also wir beide, ich sag's jetzt einfach mal so, wir beide werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass es in Deutschland die Sterbehilfe geben wird, weil einfach noch zu viele Sachen dagegen sprechen, wie ich schon angesprochen habe. Wer bitteschön kann denn tatsächlich über Leid urteilen, wenn nicht der Betroffene selber? Mhm. Kein Mensch kann irgendwelche Schmerzen nachfühlen. Mhm. Keiner von uns kann nachfühlen, wie es der Frau geht, die gerade vor mir gesprochen hat. Mhm. Das können auch die Ärzte nicht. Die Ärzte können nur nüchtern über ihre Ich bin ja schon sehr, sehr beruhigt, und das ist ja auch eine Entwicklung der letzten Jahre oder vielleicht der letzten 10, 15 Jahre in Deutschland, dass die palliativmedizinische Bewegung doch so einen großen Zulauf findet. Ja. Dass man eben innerhalb dieser Medizin, dass ja doch täglich indirekte und passive Sterbehilfe aus sehr humanitären Gründen geleistet wird. Ja. Das finde ich schon sehr beruhigend, und das hat sich ja sehr viel Leid vielen Menschen erspart geblieben in den letzten Jahren. Ja. Ja. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass das Thema Sterbehilfe ein ganz hochsensibles Thema ist in Deutschland. Ja, und das muss man auch sehr seriös diskutieren. Und das muss man seriös diskutieren. Wir haben das, wie gesagt, erst vor einigen Wochen diskutiert bei uns im Kreis und haben uns natürlich auch bestimmte Modelle vorgestellt, wie das dann ablaufen kann. Und eins ist das, was ich gerade gesagt habe, dass es ein deutsches, in Deutschland, wir können ja nur von Deutschland sprechen, ein deutsches Gericht entscheiden soll, ob die Sterbehilfe zugebilligt werden kann oder nicht. Und gerade in diesem Fall, den ich beurteilt habe, in den vergangenen Monaten, da war für mich als Michael auch für die Ärztekammer klar, dass die im richtigen Moment das Richtige getan haben. Man muss sich mal vorstellen, wenn ein Mensch voraussichtlich sein Leben lang im Koma liegt, bitte, wie lange
sollen diese Ärzte diesen Menschen mit Medizin vollpumpen. Sage ich jetzt einfach mal ganz... Schlussfrage an, ich habe jetzt mit dem Richter gesprochen, Schlussfrage noch an den Privatmann Michael. Hast du eine Patientenverfügung für dich ausgefüllt irgendwo liegen? Ich habe keine. Willst du es aus Nachlässigkeit oder? Nicht aus Nachlässigkeit. Ich persönlich habe einen anderen Bezug zu dem Tod allgemein. Und ich persönlich habe unwahrscheinlich Angst zu sterben und würde wahrscheinlich mich nicht der Sterbehilfe unterziehen vor Angst. Das ist meine persönliche objektive Meinung. Ich habe mich sehr lange und sehr oft mit dem Tod auseinandergesetzt, auch mit Hilfe meiner Rechtsmediziner, die um mich arbeiten. Okay. Und von daher kommt für mich persönlich Sterbehilfe nicht in Frage. Ich danke dir für... Aus dem gesundheitlichen... Ja, ich habe vorhin ein bisschen anders verstanden am Anfang, als würdest du es doch in Anspruch nehmen wollen, aber dann hast du es jetzt klargestellt. Nein. Und ich danke dir auf jeden Fall auch für deine Sichtweise als Jurist. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt gewesen, jetzt auch in unserer Sendung, wo wir viel mit betroffenen Menschen gesprochen haben. Ja. Vielen Dank, Michael, und alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Yvonne haben wir hier noch. Yvonne ist wie alt? Ja, hallo. Ja, hallo Yvonne. Wie alt bist du? Ich bin 38 Jahre. 38. Und ich wohne in Belgien. Ah ja. Was ist deine Meinung zu unserem Thema, Yvonne? Meine Meinung ist einfach, ich habe Patienten begleitet, die Sterbehilfe zugelassen haben, weil das in Belgien gesetzlich erlaubt ist. Mhm. Und ich weiß die Beweggründe. Der Richter kann meiner Meinung nach nicht urteilen über einen Menschen seinen eigenen Wunsch. Ich habe eine Bitte. Würdest du den Ton von dem Fernseher ganz runterschalten? Ah ja, okay. Sonst haben wir immer so ein... Ja. Darf ich dich fragen, du hast die Menschen begleitet. Was heißt das genau? Als Krankenschwester, es ist also, ich arbeite in einem Altersheim oder arbeite in einem Altersheim in Belgien. Ja. Wo manche Leute zum Beispiel mit der ALS siegte, das ist eine Krankheit, eine Muskelkrankheit, wo die Patienten langsam eigentlich sterben. Mhm. Das Schlimmste für die Patienten ist, dass die sterben, dass die Luftwege, das ist auch eine Muskelgruppe, dass die abstirbt, die gehen eigentlich jämmerlich zugrunde. Die Patienten sind natürlich völlig bei Bewusstsein, weil das keine Nerven antastet, die Krankheit. Wie ist denn das in Belgien, wenn jemand so extrem schwer und irreparabel erkrankt ist, wie du es gerade beschrieben hast, und er sich selbst nicht mehr äußern kann, praktiziert man da aktive Sterbehilfe? Das heißt, gibt es eine Injektion, dass diese Menschen sterben? Auf Wunsch von dem Patienten wird eine ganz bestimmte Zeit, wird der Patient erst zum Psychologen gebracht. Da wird sowieso einer von der Familie... Aber da muss der Patient sich ja auch noch äußern können, ne? Ja. Der Patient muss sich äußern können. Die meisten Patienten wissen, seitdem das Gesetz hier erlaubt ist, das nennt sich bei uns Euthanasie in Belgien. Seitdem das Gesetz erlaubt ist, können die Patienten sich zeitig genug, wenn die wissen, dass die eine ganz bestimmte Krankheit haben, können sie sich damit auseinandersetzen. Sie werden von einem Psychologen gebracht. Die werden zu zwei verschiedenen Ärzten gebracht, die voneinander nichts wissen. Ja. Und diese drei Ärzte geben ein Urteil ab, ob der Patient die Euthanasie kriegt. Mhm. Und einer, der unabhängig von den zwei Ärzten ist, der führt die Euthanasie aus. Und das Ausführen, ist das in Form einer... Von dem Patienten und sogar in sehr erkannten Krankenhäusern. Ja, in Form einer Spritze. In Form von ein oder zwei Spritzen, ja. Und dann verstirbt der Mensch relativ schnell, nachdem er die Spritze bekommt. Und dann stirbt der Mensch relativ schnell, ruhig. Und vor allen Dingen, er hat seinen Wunsch. Ja. Nur habe ich persönlich schon verschiedene Male mitgemacht, dass Patienten noch sterben, bevor die Euthanasie ausgeführt wird, weil die Patienten sich auch der Gedanke, dass man selbst dem Leiden ein Ende machen kann, dass der so beruhigend ist für die meisten Patienten, dass die eigentlich einen natürlichen Tod sterben. Allein der psychische Gedanke. Das ist ja interessant. Endlich tut jemand mal was für mich. Mhm. Ich habe das letztens mitgemacht, meine letzte Frau, die eigentlich gestorben ist, einen Tag vor der Sterbehilfe, die Nacht davor, die Frau, das war im Mai. Ja. Und die hatte ALS so schlimm, die war in einem Altersheim, hatten sie die gesteckt, weil niemand die
versorgen und pflegen wollte. Für die Familie war das auch zu schwierig natürlich. Und die wollten das in dem Altersheim nicht machen, weil in Belgien, die leben noch unter katholischen Dingen. Mhm. Und manche. Yvonne, ich muss dich leider unterbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Aber ich habe daraus gehört, dass du das befürwortest und dass du das gut und menschlich findest. Ich finde, ein Mensch darf genauso, wie er das Recht hat, um zu leben, auch das Recht haben, um zu sterben. Das ist auch ein Recht. Ich danke für deinen Anruf und alles Gute nach Belgien. Dankeschön. Tschüss. In der